er braucht noch einen Paten, ne? Das ist für die Söhne. Alles klar. Die Reise beginnt. 7 Skulpturen und ich wollen auf die Reise gehen. Auf die Reise gehen in die Welt. Wir wollen auf öffentliche Plätze, an öffentliche Orte und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Es ist echt ein Abenteuer für mich und ich bin total aufgeregt und habe auch manchmal Angst davor, aber eine riesige Lust, das wirklich zu unternehmen. Diese Reise, die mich vielleicht 4 Jahre in der Welt unterwegs sein lässt. Also ich finde es ganz schön. Ja. Das sind schöne Figuren, sehr gut. Und die Idee ist vor allen Dingen sehr gut. Die Figuren nicht irgendwo hinzustellen und zu warten, bis die Leute kommen und sie finden und ansehen, sondern dass sich Menschen finden, die die Kunst nehmen und durch die Gegend fahren und dadurch Aufsehen erregen und viele dann doch stehen bleiben und fragen, was ist denn das, was wird denn das und so weiter. Hallo, da sind wir. Hallo. Warten nützt nichts. Also man muss schon was. Deshalb gehen jetzt die Wartenden auf Reise. Ja. Weil das war, weil wir kommen in Bewegung. Genau. Wir sind eben immer in Bewegung und ich freue mich ganz besonders, hier jetzt mal so schöne Gäste zu haben. Und warten. Ja. Hat was von der Gestik her mit dieses Verkniffene mit der Handtasche auf dem Schoß. So was Wartendes, ja. Dieses Projekt
kann ich nicht alleine umsetzen. Dieses Projekt braucht Unterstützung. Es braucht Helfer. Ich nenne sie Paten. Diese Paten sind aufgerufen, mit den Skulpturen eine Stunde, einen Tag, eine Woche unterwegs zu sein. Diese Paten wählen die Orte und sie zeigen sich selbst in Beziehung mit den Skulpturen. Das ist auch für sie ein großes Abenteuer und ich bin sehr gespannt auf die Menschen, die sich darauf einlassen. Aber wo willst du ihn da hinstellen? Direkt hinter Schlagzeug? Ich finde, er steht eigentlich nicht schlecht da. Ich würde ihn gern da stehen lassen. Ich finde es gut.